Herzlich willkommen zum Rewards Opening. Die Squad Battle Belohnungen sind da, ja. Gerecht hat es diesmal nur für Elite 2, aber ist jetzt auch wirklich nicht mehr so wild, ob 2 Megapack oder 2 seltene Megapack. Wir haben, was viel wichtiger ist, die vorletzte Weekend League überstanden. Yeah, noch zweimal. Nächste und übernächste Woche praktisch. Und dann, ja, ist die Weekend League FIFA 21 Geschichte. 18 zu 11, nochmal Gold 1, hat nicht geklappt, aber besser als 17, 13. 17, 9 hätten wir aufhören können und es ist ein 18, 11 geworden, wie auch immer. Waren schon wieder komische Spiele, aber ihr habt es vermutlich, falls ihr gespielt habt, genauso erlebt. Was soll's? 15.000 Münzen, 2 Megapack, ein Premium Goldspieler Pack und es gibt noch ein paar Packs. Warte mal, ja. Eine 87 mal 10 oder hoffentlich 87 plus mal 10, besser gesagt, haben wir auch noch da und die Zusatzpacks, die es dabei gab, die machen wir gleich mit auf. Und war noch was von Bellerin? Egal wie, wir haben 11 Packs, die machen wir jetzt auf und fangen wir einfach an von unten nach oben. 87 plus mal 10, nicht verpassen, mal gucken, aber was soll man schon noch Großes ziehen? Ich muss jetzt aufpassen hier mit Trade, Untrade. Brauchen wir alles nicht mehr. Jedenfalls schön, dass ihr reinschaut. Denkt dran, gerne ein Däumchen da zu lassen. Immer wichtig bei Facebook. Wir haben nächste Pack. Kein Rare, kein gar nichts. Und ein Brooks. Nicht der Hertha Brooks. Ein anderer Brooks. Und auch tradable. Guck an. So, dann haben wir noch einen Goldspieler-Set klein. Ach komm, das ist niedlich, das nehmen wir. Ja, viele hatten gedacht, es wäre dieses Wochenende schon aus die Maus. Aber nee, auf einmal sind im Ligaplan doch noch 2 Weekend Leagues drin. Hängt halt auch mit den Silber-Plus-Aufgaben zusammen, die ja noch laufen. Ah, da hatten ja schon einige vermutet, dass es noch länger geht. Goldspieler-Pick. Aber die Motivation ist schon anders, oder? Also, es kann mich gar nicht an letztes Jahr so wirklich entsinnen. Da haben wir auch bis zum Schluss gespielt. Aber da war auch vorher eine längere Pause. Da haben wir ausgesetzt, weiß ich noch. Jetzt haben wir wirklich, ich glaube, keine Weekend League verpasst. FIFA 21, ziemlich bekloppt eigentlich, oder? Aber, naja, nur wenn wir die zwei letzten auch noch mitnehmen. Und irgendwie ist es ja doch immer wieder ganz witzig. So, die sind jetzt untrade. Gucken wir mal schnell. Naja. Alles doppelt gemoppelt. Gut. So, was haben wir denn noch Schönes? Und zwar Premium Gold Spieler Pack, 2 Mega. Ach hey, 2 Spieler Pack. Und da ist es 87 plus mal 10. Na, ich bin gespannt. Fangen wir mit den kleinen an. Noch hier ein 2 Spieler Pack. Auch da kann ja manchmal was drin schlummern. Immerhin ein Rare und ein Walkout. Uiuiui. Guckst du. Hollande. Rechts. Oh. Der Dumfries, wie cool ist das denn? Da neulich noch gesprochen, weil ich die Karte so feiere irgendwie. Hab ihn dieses Jahr tatsächlich noch nicht gespielt. Fühle ich jetzt gerade. Den Walkout, sehr cool. Aus einem 2-Spieler-Pack. Dumfries, sehr cool. Kriegen wir hier irgendwie gelinkt? Egal, müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Witzig. Wird gleich Donnerstag getestet. Sogar tradable. Nein, den behalten wir natürlich. Den will ich mal spielen. Apropos Donnerstag und spielen. Falls ihr Supporter seid in der VIP-Gruppe, bitte guckt nochmal rein. Da ist gerade eine Umfrage bezüglich unserer kommenden Liga, Supporter-Liga mit FIFA 22. Einfach mal bitte bei der Umfrage mitmachen. Es geht darum, wie viel Mannschaften wir oder Mitspieler wir zusammenkriegen für PlayStation, für Xbox, für PC, dass wir ein bisschen besser planen können. Insofern einfach mal in die FIFA
Quatsch, in die VIP-Gruppe reingucken bei Facebook und einfach mal kurz bei der Umfrage anklicken. Danke dafür. So. Plupp. Alle anderen Zuschauer, die noch nicht in der großen FIFA-Gruppe sind, Tom Berlin Team, einfach reinschneiden, Regeln akzeptieren, Häkchen klicken und dabei sein. Wird bestimmt zu FIFA 22 kein Fehler sein, wenn man in der Gruppe ist. Viel hilfsbereite Leute am Start, guter Umgangston, über 2000 FIFA-Freaks und Tom Berlin Team einfach, ich pack den Link nochmal unter die Videobeschreibung und schaut gerne mal rein. So, wir nähern uns dem großen Pack. Premium Goldspieler Pack, 2 Megapacks. Der Dummfries aus dem 2-Spieler-Pack kommt gerade noch nicht sogar weg. Jetzt haben wir einen Board. Das ist der 83er, oder? Mr. Tadic. Jo. Aber in der Weekend League sieht man den nicht. Also den spielt eigentlich keiner. Der wird wahrscheinlich nicht beweglich genug sein. Ich nehme die mal in Verein. Für die schönen Preseason-Aufgaben. Ich bin nämlich da goldkartenmäßig nicht mehr so dicke. Wieder kein Walkout. Skandal. Denkt immer dran, macht die Preseason-Sachen. Gibt's ja noch ein extra Video zu, weil es so oft gefragt wird. Cancelo, 83er. Da freuen wir uns in 3 Wochen wieder drüber. Jetzt erstmal nicht. Spanischer Torwart ist da. Die lassen wir trotzdem alle im Verein. Das brauchen wir alles nicht mehr. Machen wir zu Geld. So, der ist doppelt. Der kann hoch. So, Megapack. Und dann die 87 plus. Mal gucken. Neymar wäre cool. 99er Summerstar. Könnten wir unseren verkaufen, hätten wir wieder ein paar Coins. Zweite Megapack, kein Walkout. Uff. Nicht mal ein Board, nur ein Torwart. Squad Battle hat sich nicht wirklich gelohnt, aber wir mussten sehr eh spielen für die ganzen Aufgaben. Insofern auch wurscht. Alle tradable. Wuscht, kann eigentlich alles weg. Brauchen wir alles nicht mehr. Nicht mehr hoch. So. Jo, da sind wir schon am Ende angelangt und gucken mal. Ich weiß gar nicht, wir haben schon relativ oft gemacht, ne? Die 87 plus. Immer noch lohnt, macht, also macht sie, aber macht sie nicht. Die 90 plus, die heute erschienen ist, am Sonntag, würde ich nicht empfehlen. Ziemlich überteuert. Macht wenig Sinn. Die 87 plus kann besser sein. Ist auf jeden Fall günstiger. Insofern, wir gehen jetzt rein ins letzte Pack. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und schaut wieder rein im Livestream. Ansonsten bleibt gesund und wir gehen ins 87 plus. Daumen gedrückt. Om. Oh, Tatsache ein Walkout. Son. Okay, Son ist witzig. Dies Jahr wirklich noch gar nicht richtig gespielt. Son ist stabil. Können wir doch nochmal testen zum Ende von FIFA. Ich habe ja mit dem linken Flügel lange gehadert. Ihr wisst, es war immer Bamba am Start. Dann war vorher war Barnes eine ganze Weile da. Erst die Icon, dann der Premier League Barnes. Ja, dann hat Bamba mich sehr überzeugt. Und alle haben gesagt, hol dir Rashford oder Son. Bamba war immer noch ganz cool. Ja, nun haben wir irgendwie ultimativ den 99er Neymar Summerstar. Der rasiert natürlich krass. Auch wenn ich die Karte selbst nicht so fühle. Ihr wisst es, aber einen Son können wir auch mal spielen. Ist okay. Mal gucken, was noch dahinter ist. Torres sogar. Und ein Bamba. Haben wir doppelt. Aber meiner ist, glaube ich, tradable. Müller haben wir in Rot, Marquinhos haben wir irgendwie auch.
Ikea, ja, gut. Aber es ist ein stabiles Pack, oder? Also überlegt mal, für ein 87 Plus, wir haben gerade mal ein 87er drin. Wirklich, zwei Summer Stars, 94, 93. Nö, ist stark. Wirklich gutes Pack. Und sogar zwei spielbare Premier League drin, drei und der Bamba noch. Da müssen wir den. Oh, dann gehen die schönen Statistiken flöten. Aber ist auch egal. Siehst du, der Bamba ist tradable. Dann haben wir jetzt einen neuen. Jo, das war's. Ich bin zufrieden. Also mit der 87. Plus mit den Squad Battle Rewards natürlich nicht. Egal, wie gesagt, bleibt gesund. Schönen Dank fürs Reinschauen. Denkt ans Däumchen. Schreibt bitte in die Kommentare, was bei euch die Highlights waren. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.